Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, heute bin ich wieder mal musikalisch unterwegs. Lasst euch überraschen, was da noch alles kommt. Ja, und dieser Mann hat nicht nur den gleichen Friseur wie der kleine Stadtstreicher, sondern er ist auch schuld daran, dass ich heute hier bin überhaupt. Weil er ist im Fußball tätig, ich bin auch als Trainer tätig, neben der Musik. Ne? Und durch das, ich habe einfach einen Anruf gewartet von der Werbung, was ich gemacht habe, vom Trainerkurs und von Zeitungen für die Werbung, für das Event. Und dann hast du angerufen und ich war der Meinung, du bist einer von der Zeitung. Hast du den Zeitpunkt natürlich noch nicht gewusst, dass ich auch der kleine Stadtstreicher bin? Ja, genau, richtig. Und dann haben wir geredet und dann bin ich drauf gekommen, halt, du bist ja das vom Böffel, vom Bund der österreichischen Fußballlehrer. Und du hast aber dann gesagt, nein, das passt schon. Und deswegen bin ich eben hier heute. Ja, so spielt der Zufall. Jerry Mähler, dein Künstlername quasi. Mhm. Wie kamst du auf die Idee, jetzt nicht nur wie ein Wilder die Drums zu bearbeiten in der Band Crossrocks, sondern auch solche tollen Events mit verschiedenen Musikrichtungen auf die Beine zu stellen? Ja, das ist eigentlich ein Hobby von mir. Ich veranstalte sowas gern. Rock'n'Pop Night war praktisch mein Baby. Das war vor Corona. Habe ich zweimal gemacht in kleineren Rahmen. Und jetzt nach der Corona-Pause habe ich mir gedacht, in größeren Rahmen mache ich es jetzt einmal im Neugebäude. Jerry Mähler, jetzt auch der Drummer bei Crossrocks. Mhm. Wie kam Crossrocks zustande? Ich habe eigentlich lang überlegt, ob ich mir das überhaupt wieder antun soll, wieder eine Band von Null aufbauen. Habe dann aber binnen kürzester Zeit die Hürden da draußen. Das ist eine ganze Menge einmal übrigens. Und jetzt haben wir das über eineinhalb Jahre und das ist dabei rausgekommen. Hoffentlich hält das jetzt aber. Volle Power, habe ich noch festgestellt. Ja. Das Publikum hat doch Interesse gezeigt und ich bin wirklich glücklich darüber, dass das Event so einen Andrang praktisch ausgelöst hat. Na, ich würde sagen, bei den Bands ist es absolut gelungen. Steht jetzt eine aus der Band Crossrocks und also du bist jetzt mal sicher nicht der Jahrgang, der mit diesen Nummern groß geworden ist. Nein, also ich bin jetzt 19 Jahre alt. Jung. 19 Jahre jung, aber die Musik ist mir halt mitgegeben worden, so von meiner Mutter eigentlich. Also in irgendeiner Form bist du auf Wienerisch gesagt, würde hen. Stimmt das? Manchmal passiert das, ja. Kommt also, nicht immer raus, aber doch. Aber auf der Bühne auf jeden Fall. Ich war selber überrascht von mir selber sogar eigentlich. Weißt du den Spezialausdruck, den man so bei diesen Rockbands für die
Power Ladies gehabt hat? Hilf mir auf die Sprünge. Rockröhre. Ah, ja. Ich möchte schon in der Musik bleiben, also weniger soll es nicht werden. Aber auf jeden Fall in der Musik mit viel Power. Ja. Super so. Danke. Dankeschön. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe mir gedacht, 19 Jahre. Ob das was ist und so, ne? Also man weiß ja nicht. Na gut, kommt dann einmal. Habt ihr es dann war es da, gehört. Aber mir ist die Lade gefallen im positiven Sinne. Und sie hat wirklich eine markante Stimme und vor allen Dingen eine Stimmfarbe, die was erkennungswert hat. Kleine Stadtsprecher inmitten eines Quartetts. Und zwar eines musikalischen Quartetts. Nur glaube ich, euer Name, euer Bandname ist ein Verschreiber. Ihr müsst das Goschert hassen. Und das passt perfekt zum kleinen Stadtsprecher, weil der ist auch Goschert. Na, wie kommt es zu diesem Bandnamen? Du, das war ein ewiges Hin und Her, hätte ich gesagt, gell, dass man, wie nennen wir sie, und dann ist eigentlich ein Freund gewesen, der gemeint hat, Goschart, aber wir schreiben nicht Goschart, sondern wir schreiben es mit ART. Jetzt haben ein bisschen, ja, das Künstlerische, gell? Genau so ist es. Das ja. Art, auf Englisch für Art, oder ja, Magister Artis, oder was auch immer, und das Kunst hervorzuheben, ob das genau. Das wirklich passt, gell? Ja, ist, hallo. Jede Musik ist Kunst. Muss man jetzt mittlerweile nach der Reihen vorstellen. Aber das ist der Hintergedanke gewesen. Vor allem. Gas gegeben, lauter eigene Texte und eigene Musiktitel, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wer schreibt denn da bei euch so? Die sitzen da drüben. Die sitzen da drüben. Ja, wer kommt mit Ideen und wir arbeiten die gemeinsam aus? Die Texte aus dem eigenen Leben oder? Ich würde sagen, das ist alles irgendwo Dinge, die dich beschäftigen oder die mit dir zu tun haben. Nicht unbedingt, wenn ich jetzt über Ötter als Ehepaar singt, habe ich es natürlich nicht selber erlebt. Gell? Aber ja, was du so wahrnimmst, das Umfeld etc. Das kommt sehr spontan und ich denke mir oft im Nachhinein, aha, jetzt passt der Text gerade. Das ist, also es ist gar nicht so geplant oder irgendwie zielgerichtet, sondern eigentlich eher, es muss eher passieren. Also gute Texte müssen passieren. Der Clemens und ich haben uns über einen gemeinsamen Studienkollegen kennengelernt. Also der hat zu mir gesagt, Toni, ich kenne einen, der ist noch wahnsinniger als du. Dann hat er mitgebracht. Dann haben wir die ganze Nacht durchgeschickt. Wie viele Jahre sind wir jetzt schon? 20 Jahre.
Ich glaube 20 Jahre, oh ja, mindestens. Ja. Schon mit 15, 16 also erste Jahren Band war der Martin dabei, genau. Es ist sein Bruder. Ja. Da gibt es einen Typen, das ist mein Bruder, der sitzt da drüben. Der hat mich angehört und hat gesagt, der hat Zeit. Uns ist der Bassist ausgefallen, der hat aufgehört. Vier, fünf Konzerte. Da habe ich daheim nachgefragt bei der Frau, ob das passt. Und ich sage, ich bin eh nur aus für vier, fünf Konzerte. Also das ist seit 6 Jahren her, seit 6 Jahren bin ich Ausflugsbassist bei den großen. Satz noch beieinander mit der Frau? Ja, so. Hat es ja nichts geschafft. Mein Herz schockt nimmer mehr für dich. Und mein Herz schockt nimmer mehr für mich. Also immer so. Das ist eine ganz eine feine Sache und ich hoffe, dass dann die Leute euch noch ein bisschen mehr kennenlernen werden. Das ist das. Ja, vielleicht über die, ne? Ja, wir werden schauen. Wenn du eine gescheite Werbung machst. Gut so, dann ja. Danke euch. Vielen Dank. War top. Danke dir. Danke dir. Steht eigentlich am vierten Teil nichts im Wege? Es wird, glaube ich, Volume 4 auch geben nächstes Jahr. Nur wann, wie und wo, das kann ich noch nicht sagen. Heißt nicht eine Erweiterung Österreichs auf den Raum der ehemaligen Monarchie, sondern es hat was mit Osten oder doch nicht zu tun. Wie kommt es ja auf Ostwärts? Es hat hauptsächlich mit Ostbahn zu tun. Wir sind nämlich eine Kurt-Ostbahn-Tributband aus dem Bezirk Wiener Neustadt, die es seit 7 Jahren gibt und die sich zur Aufgabe gemacht hat, das wunderbare Liedgut von Professor Dr. Kurt Ostbahn nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ende der Durchsage. Also, das ist kurz, knackig. Kurt Ostbahn war ja extrem coole, meistens amerikanische Rocksongs nehmen, geile österreichische Texte dazu und das Ganze mit fantastischen Musikern auf die Bühne gebracht. Und das ist einfach mitreißend und die Liebe zur Musik von Ostbahn Kurt, die hat mich mehr oder weniger durch Zufall dazu gebracht, eine Band zu gründen und mittlerweile, der Erfolg gibt uns recht, gibt es uns wie gesagt das 7. Jahr. Dankeschön. Danke.
Fein, ja, dass es Musiker und Leute gibt wie dich, die sich sowas trauen, mhm, weil die Leute haben es honoriert heute. Gott sei Dank, und ja, freut mich. Mach so weiter. Ja, ich bemühe mich, ja. Und danke für das Interview. Danke dir. Tja, liebe Fans, perfekt.